Da ist dieses Tor, dieses wundervolle Tor, dieses Portal vom 22.12.2022, so wie ich es mir vorstelle. Dieser Tag ist sehr wichtig, denn wir befinden uns dann in der zweiten Hälfte des 20-Jahres-Zyklus, der 2012 begann und 2032 enden wird. Was das alles zu bedeuten hat und auch welche besonders effektive Übung wir an diesem Tag machen können, werde ich euch in diesem Video erklären. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses schöne Buch geschrieben, Das kosmische Wissen der Plejaden. Und wer sich dafür interessiert, der kann unter dem Video den Link mal anschauen und auch die anderen Links, die ich euch eingefügt habe. Es begann alles 2012. 2012 haben wir darauf gewartet, dass wir aufsteigen. Wir waren dermaßen nervös und erwartungsvoll und nichts ist geschehen. Letztendlich sind wir 2012 in einen 20-Jahre-Zyklus hineingekommen, von dem wir jetzt die Hälfte erreicht haben und der noch 10 Jahre andauern wird. Das heißt, 2032 könnte es soweit sein, dass wir das sechste goldene Zeitalter betreten. Und nicht nur wir, sondern das ganze Universum mit uns zusammen. Und wir werden dann endlich die fünfte Dimension spüren. So sind oder spüren und leben. Das sind die Voraussagen. Natürlich gehört da noch innerhalb 10 Jahren bestimmt noch viel hin und her dazu. Letztendlich ist das Ziel, dass wir in spirituellen Gemeinschaften zusammenleben, dass wir uns finden und schöpferisch und ja, achtsam zusammenleben und sich da eine ganz neue Zivilisation bilden wird. Der Tag, der 22.12., ist ja die Energie vorher vom 21.12. von der Wintersonnenwende ist dabei, welche ja auch ganz viel Veränderungen hineinbringt und auch der 23.12. von dem Mond ist sehr wichtig. Ich habe jetzt den 22.12. gewählt wegen der Numerologie. Das werden wir nachher auch noch betrachten, was dieser Tag numerologisch für uns zu bedeuten hat und vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Astrologie. Übrigens bestätigt sich das beides. Und natürlich werden wir nachher eine Übung machen und die wird euch bestimmt gefallen, weil sie so eine intensive Verbindung zu diesen Energien trägt. Jetzt möchte ich mal versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Also im Moment haben wir ja noch unseren physischen Körper. Je weiter wir in diesem Zyklus vorankommen und wenn alles gut geht, werden wir einen kristallinen Körper bekommen. Darüber habe ich aber auch schon ein Video gemacht. Ihr wisst das eigentlich, wenn ihr das angesehen habt. Es gibt im Universum eine Schwingung. Ganz klar, es gibt viele Schwingungen, aber ich möchte jetzt mal über die eine sprechen. Diese Schwingung ist gekoppelt mit dem Atem Gottes. Und man sagt, ein Atemzug dauert 26.000 Jahre. Und wir befinden uns bis 2032 in so einem, noch in dieser einen Schwingung drin. Und die besagt, dass Altes, was nicht mehr gut ist, was nicht mehr gültig ist, sich auflöst und Neues entsteht. Und das können wir ja bestätigen. Wir sind da mittendrin. Das heißt also, das ist die Schöpferphase. Und danach sind erstmal ein paar Jahre Pause und dann beginnt die andere Atmung. Und dann ist das Neue da. Dann durfte das Neue entstehen und es dauert dann wieder 26.000 Jahre. Und noch länger natürlich auch. Aber das ist diese eine große Welle, von der ich sprechen möchte und die uns ja im Moment ganz intensiv in unserem Leben begleitet. Es wird auch gesagt, dass Menschen in der Zeit öfters krank sind, an Grippe krank sind. Und das können wir ja auch bestätigen. Und das gehört im Prinzip dazu, zu dieser großen Umwandlung, zu dieser Transformation, die auch in unseren Körpern stattfindet. Also wenn ihr
in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren oder vielleicht auch in den kommenden Jahren ab und zu mal so was Grippeähnliches habt, dann hängt es mit dem Übergang zusammen. Und es geht vorbei. Es braucht es einfach, damit der Körper sich regeneriert, frei macht und dann auch in die höheren Frequenzen hineinkommen kann. Also wir alle zusammen. Und es betrifft ja, wie gesagt, nicht nur die Erde, sondern letztendlich auch das ganze Universum. Und aus diesem Grunde sind auch die Sternenwesen so sehr daran interessiert, dass hier bei uns alles gut geht. Denn sie sind ja selbst auch davon betroffen, von dem Rhythmus, von den Schwingungen der Liebe im Universum. Und es wird auch gesagt, egal ob du jetzt spirituell bist oder nicht, diese große Liebeswelle, die wird dich treffen. Die wird auf jeden Fall und besonders effektiv und stark jetzt am 22.12.2022 zu spüren sein, und zwar den ganzen Tag. Sie wird also auf jeden Fall alle Wesen erreichen, diese Welle der Liebe. Und wenn du darauf dich vorbereiten möchtest, dann bist du heute genau richtig bei diesem Video. Denn wir werden ja nachher diese Übung machen, um daran möglichst einen großen Anteil und sehr viel Freude zu haben an dieser riesigen Liebeswelle, die also am 22. auf die Erde kommt. Und wie gesagt, jeder Zweifler oder jeder andere, der sagt, ich glaube da nicht dran, der wird dennoch mit dieser Liebe bestrahlt werden. Und je nachdem, ob er möchte oder nicht, wird er sie unbewusst aufnehmen oder nicht. Es geschieht über das Unterbewusstsein, über die Seele. Und das heißt also wieder mal, egal ob du darin glaubst oder nicht, es ist einfach da, diese Energie. Und die Liebe ist ja auch einfach da. So könnte man das erklären. Und es ist so, dass wir nach diesem Ende des Zyklus, also bis 2032, ist noch lange, aber es wird ja auch, sage ich mal, von Jahr zu Jahr hoffentlich leichter werden. Also so stelle ich mir das vor. Und letztendlich das Ziel von dem Ganzen ist ja, dass wir danach glücklicher sind, dass wir zufriedener mit unserem Leben sind und praktisch die Fülle auf die Erde geholt haben. Und das werden wir auf jeden Fall. Denn diese alten Dinge von Gier, von Macht und Hass und Kontrollsucht, Manipulation, alles, was im Moment so stark spürbar ist, das wird sich ja auflösen. Es wird sich auflösen, denn es ist dringend nötig, dass sich das auflöst, sonst kommen wir nicht in die höheren Dimensionen hinein. Und da dafür kommen diese Liebeswellen und auch die anderen Energien aus dem Universum zu uns, einfach um uns zu helfen. Und die Sternenwesen senden so viel transformierende Energie als Lichtsäulen auf die Erde, um das auch noch zu unterstützen. Das wisst ihr alle. Wichtig ist zu wissen, dass wir am 22.12. und wir können jetzt schon damit beginnen, uns dieser Energie öffnen, sie einladen, denn es ist schön, ein Teil davon zu sein. In der großen Gemeinschaft, umso mehr Kraft geben wir dem Ganzen. Und wenn es euch mal so ein bisschen zu viel ist, die Dualität, wenn es euch ja, sag ich mal, wenn ihr unruhig seid oder keine Lust mehr habt oder so, ich nehme immer hier zum Beispiel diesen Amethyst. Ich lege den mir unter mein Kopfkissen. Der nimmt die schlechten Träume, der nimmt die Aufregung, der verbreitet Ruhe aus und transformiert praktisch negative Energien. Und ich kann mich dann so richtig schön erholen. Nur so als Tipp, jeder hat vielleicht oder ihr habt vielleicht auch andere Methoden, die ihr so für euch anwendet. Ich mache das für mich sehr gerne, denn es ist wichtig, dass man ja auch in seiner Kraft bleibt. Du kannst dich auch natürlich reinigen von diesen ganzen dualen Energien mit Erzengel Michael, mit dem Schwert, mit der violetten Flamme. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie man es eben jetzt liebt. Wichtig ist einfach, dass man vielleicht nicht zu sehr in die Menschenmassen hineingeht, sondern
gerade jetzt die Tage um Weihnachten herum so in seiner Energie bleibt und auch das Schöne genießt, was kommt. Und jetzt kommen wir mal so langsam zur Numerologie. Die Quersumme von 22.12.2022 ist die 4. Und die 4 ist letztendlich die Zahl der Fülle, wenn du so willst. Sie bringt uns wirklich Fülle auf allen Ebenen. Sie hilft uns aber auch dabei, nochmal in uns den Frieden zu finden, alles nochmal neu zu überdenken. Und das ist, denke ich, am Jahresende sowieso bei vielen Menschen so, dass man überlegt, was hat mich jetzt, wie war das in diesem Jahr, was hat es mir gebracht? Bin ich glücklich? Habe ich alles erreicht, was ich wollte? Oder gibt es noch was, was ich noch nicht für mich verwirklicht habe, was jetzt übrig geblieben ist, was ich dann nächstes Jahr machen möchte? Es geht also um Ausgeglichenheit, da ein Gleichgewicht zu finden und um in seine Mitte zu kommen. Denn dadurch werden wir zu unserer göttlichen Weisheit zurückfinden und die Leichtigkeit des Seins in Klarheit und Vollkommenheit für unseren Körper und Geist erreichen. Das ist wichtig. Das ist dieser Tag speziell in diese Zahl 4. Und das kann uns helfen, unser höchstes Potenzial zu erreichen, was gerade in diesem Moment möglich ist. Ja, wir wachsen ja auch. Wir sind ja jetzt, wir stehen ja nicht, sondern bleiben ja nicht stehen auf irgendeinem Entwicklungszustand, sondern wir wachsen ja ständig. Und das heißt, an diesem Tag haben wir ein sehr hohes Potenzial, um uns da weiterzuentwickeln. Und die Zahl 4 steht auch für die göttliche Weisheit, für Gleichgewicht und Fülle. Und das ist also eine wunderschöne Tagesenergie, die wir genießen sollten, auf jeden Fall genießen sollten und dann auch gucken, was ist jetzt mein nächstes Ziel, wie kann ich mich für meine Zukunft vorbereiten. Wenn wir jetzt in der Astrologie ein bisschen gucken, da kommen wir zu der Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass wir uns mit unserer Familie beschäftigen an diesem Tag, dass wir gucken, dass wir mit unserer Familie versöhnt und glücklich sind. Das heißt, wir sollten gucken, ob da noch irgendwo ein Karma ist, was aufzulösen ist. Und wir sollten auch durch die Mars-Energie, durch den rückläufigen Mars, darauf achten, was wir sagen, wie wir sagen. Denn manches Wort kann schnell unüberlegt zu Komplikationen führen. Also auch da ist so eine Innenschau wichtig, dass du eigentlich über das, was du sagen möchtest, wenn du die richtigen Worte wählst, wenn du sie in Liebe bettest, dann eine schöne Harmonie eintreten kann. Das heißt also, ein Tag, an dem wir uns um uns selbst, unsere Familie und auch um unsere Freunde kümmern sollten. Und dann sind wir so richtig gut in der Vorbereitung und kommen dann am 24.12. an zu diesem großen Fest der Christen und spüren dann auch noch intensiv die Verbindung zu Jesus Christus und zu Gott letztendlich. Also das alles ist jetzt an diesem Tag vollgepackt, voller Energien, voller Liebe und ihr spürt schon auch meine Freude dabei, so die Verbindung zu allem, was ist. Und wir hatten das neulich auch bei einer Akasha-Lesung da und es ist total verrückt. Ich habe es im anderen Video schon erzählt. Es kommen so viele Menschen zu mir, die Hüter der Erde sind. Und die Hüter der Erde, die breiten auch so ganz viel Liebe aus und transformieren auch ganz viel Energie. Und die werden jetzt auch am 22.12. aktiv sein und da unterstützen, dass wir wunderschöne Energien zur Verfügung haben. Ihr Lieben, das ist was ganz Herrliches. Und wer möchte, kann auch mit den Quantentechniken, die ihr bei mir gelernt habt, die Felder der Liebe um die Erde ausbreiten. Gerade im letzten Video hatten wir so eine schöne Meditationsübung gemacht. All das lege ich euch ans Herz. Und jetzt möchte ich mit euch diese Übung machen, die ich euch ja versprochen habe. Und zwar
wenn wir in das nächste goldene Zeitalter hineingehen, dann wäre es doch schön, wenn alles wundervoll vorbereitet wäre. Nur wenn wir da so hineinkommen in dieses Zeitalter, man könnte sich vorstellen, wie wenn du in ein neues Haus gebaut hast und das dann das erste Mal betrittst und alles ist fertig. Und dieses Gefühl, dieses Besondere, diese Freude und das Schöne anzuschauen, das können wir mit unserer Energie und mit dieser Übung, die wir gleich machen werden, zusammen unterstützen. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir diese Übung machen, weil wir, und die kann man wirklich jeden Tag machen, wer das möchte, weil wir damit das vorbereiten, was dann für uns fertig sein wird in 10 Jahren. Aber wenn ihr überlegt, man weiß ja nie genau, wann jetzt was eintritt, weil sich die Zeitlinien immer wieder verschieben und je nachdem, wie die Menschen manifestieren, welche Wünsche und Gedanken die Menschen haben, einmal wird die eine Zeitlinie genährt, mal die andere. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, diese eine Zeitlinie jetzt zu nähren mit unserer Liebe und unserer Kraft, die uns das goldene Zeitalter, das sechste goldene Zeitalter bringt, dann haben wir doch alles richtig gemacht und dann kann es auch schneller kommen. Das ist halt der Punkt. Es ist alles beweglich, alles ist im Fluss, es ist nichts in Stein gemeißelt in der Spiritualität, weil die Energien, weil alles aus Energie besteht und auch das Leben besteht aus Energie, nicht nur die Spiritualität, auch unsere Körper. Das erkläre ich immer wieder bei der Quantentechnik, bei der Quantenlehre. Und von daher ist alles beweglich und deswegen treffen manche Ereignisse nicht ein und manche vorher oder manche später oder manche verändert. Es ist eben alles beweglich und wir selbst sind ja auch ein Teil davon, je nachdem, wie wir drauf sind. Mal sind wir gut drauf, mal nicht so gut und da verändert sich dann auch die Zeitlinie oder deine ganze Energie. Das jetzt als Erklärung, weil es wird oft geschrieben oder gefragt, es ist wieder nichts passiert und so. Es ist immer was passiert. Zum Beispiel jetzt am 22.12. Die Energien werden fließen. Derjenige, der schreibt, es ist nichts passiert, der hat es nicht gemerkt, weil er noch nicht offen dafür ist. Das ist dieser Unterschied. Und ich freue mich sowas von auf diese tolle Energie, die sich da uns öffnen wird durch das Portal, was ich euch hier hinten mal hergemacht habe. Und so, dass man sich das vorstellen kann. Jeder kann sich das Portal auch anders vorstellen, aber das war jetzt so meine Intention. Und ja, ich werde mich jetzt einsprühen mit der Fülle, mit der Energie der Fülle und euch einladen, mit mir zusammen diese tolle Übung zu machen. Wir machen erst eine kleine Meditation, so dass wir in die richtige Energie hineinkommen und dann machen wir die Übung. Geliebte Menschen des Lichtes, ich darf euch heute und immer ganz herzlich begrüßen und mit Liebe umarmen. Wir sind heute zusammengekommen, um die Energien des goldenen Zeitalters zu unterstützen und damit du in deiner vollsten, größten Kraft bist, bitte ich dich jetzt, die Energie der Liebe einzuatmen. Konzentriere dich auf Gottes Liebe, denn Gottes Liebe ist die vollendete, bedingungslose Liebe, die immer für dich da ist, grenzenlos in ihrer Kraft. Und so atme dieses Licht der Liebe in dich hinein und spüre, wie du dich dabei ausdehnst, wie du kräftig und stark wirst und wie das abfällt, was dich schwer macht.
atme in einem Rhythmus, der dir gut tut. Und verbinde dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr mit Gottes Liebe. Ein wenig mehr mit dem Universum. Ein wenig mehr mit deiner eigenen Liebe. Ein wenig mehr mit deinem eigenen Licht. Und dehne dich dabei aus, so viel es jetzt gerade möglich ist. Erlaube dir, dich fallen zu lassen in die wundervollen Energien. Und spüre, wie es ist, wenn du jetzt von Liebe getragen wirst. Von der Liebe des Alleinen. Und vielleicht spürst du, wie es ganz still in deinem Kopf geworden ist. Wie die Gedanken, wie kleine weiße Wolken am Himmel in dir vorüberziehen und dein Geist leer wird. Und sich diese Leere jetzt mit der Liebe Gottes anfüllt, auffüllt, dich umgibt und trägt. Es ist so, als wie wenn dich die Hände Gottes tragen. Und du bist so nah bei der großen Liebe Gottes. Und nun werden wir die Übung machen. Wenn es dir möglich ist, dann stelle dich mit beiden Füßen auf die Erde, in deinem Zimmer oder später, wenn du die Übung wiederholst, draußen auf der Wiese. Und wenn es dir möglich ist, ziehe deine Schuhe aus. Zu Hause kannst du dich einfach barfuß hinstellen und wenn es warm ist, im Sommer auf die Wiese und atme weiter das goldene Licht der Liebe aus Gottes Energie ein, so wie du es eben schon getan hast. Und nun stell dir vor, dass dieses goldene Licht der Liebe durch deinen ganzen Körper fließt. Und stell dir vor, dass es das goldene Licht des goldenen Zeitalters ist, in welches wir eintreten werden. Das goldene Zeitalter der Fülle. Diese Energie durchfließt jede einzelne Zelle in deinem Körper. Und nun stell dir vor, wie dieses goldene Licht aus deinen Füßen hinausfließt und in die Erde hineinfließt. Lass dir dabei Zeit, damit sich dieses Licht in jede Richtung ausdehnen kann. Du bist eng verbunden mit Mutter Erde, eng verbunden mit allen Menschen, Lichtmenschen, Herzensmenschen, welche diese Übung jetzt in diesem Moment mit dir zusammen machen. Stell dir vor, wie dieses Licht die ganze Erde durchdringt, zu jedem Stein, zu jedem Baum, zu jedem Gras, zu jedem Berg, zu jedem Tal, zu jedem Fluss.
Stell dir vor, dass diese Energie durch die ganze Natur fließt und alles erleuchtet wird. Stell dir vor, wie die ganze Erde in goldenem Licht jetzt leuchtet. Und wie nun auch die Menschen zu leuchten beginnen, denn auch zu ihnen sendest du dieses Licht, dieses goldene Licht der Liebe. Und spüre, wie auch du jetzt zu leuchten beginnst. Du bist eng verbunden mit der göttlichen Liebe, ein Teil der Schöpfung. Und wichtig für uns alle. Und nun sende mit deinen Gedanken einen Wunsch in diese goldene Energie. Dieser Wunsch verteilt sich, genauso wie das goldene Licht der Liebe auf der Erde. Und nun gebe ich dir noch ein wenig Zeit, um zu genießen, was gerade geschah. Vielleicht bekommst du Bilder, so nimm sie in deiner Seele auf. Und dann, wenn du fühlst, dass du selbst auch gestärkt bist, dann kannst du langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Bewege Hände und Füße, bewege deine Zehen, öffne deine Augen und sei ganz wieder hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch diese Übung zu vollziehen. Und du kannst diese Übung jederzeit auch alleine machen. Stell dir einfach vor, wie dieses Licht aus dir hinausfließt über die Erde und verbinde dich vorher, so wie wir es in der Meditation gemacht haben, mit Gottes Liebe und Licht. Ich wünsche dir einen ganz besonders schönen 22.12. Und natürlich die folgenden Tage auch einen wunderschönen 24.12. Genieße diese besondere Energie und habe ganz viel Licht und Liebe bei dir. Wenn du weiterhin so schöne Botschaften und Übungen erhalten möchtest, darfst du mich gerne abonnieren, mein Video liken und teilen. Und ich freue mich auf deine Bemerkungen in den Kommentaren. Lies auch alles, was unter dem Video steht. Es sind sehr nützliche Tipps dabei. Und auch könntest du unseren Newsletter abonnieren, um immer wieder besondere Informationen von Smarana zu bekommen. Alles Liebe, bis bald!